Neben Saufen ist Obandeln die wichtigste Beschäftigung auf dem Oktoberfest. Bis vor ein paar Jahren war Obandeln für Männer einfach. Erst wird der Single-Status gecheckt. Weil ihr wisst ja, wir in Bayern haben unser intelligentes Frühwarnsystem. Dirndlschleife hinten heißt verwitwet. Rechts verheiratet, Mitte Jungfrau, links Single, Knoten Psoffer. Und dann ist er einfach hingegangen. Servus, ich bin der Hirs und wer bist jetzt du? Wenn sie noch paarungsbereit war, hat sie gleich versucht, ihn emotional an sich zu binden. Und wenn sie dann noch ihre Freundin getroffen hat, war die Wiesen eine Gmade. 2015 ist das alles komplizierter, das Frühwarnsystem funktioniert nimmer. Ein Haufen Dirndl haben entweder überall Schleifer, dass sie keiner mehr auskennt, oder binden sich die Schleifen zum Beispiel vorn auf Jungfrau, weil sich die selbsternannte Dirndl-Couture-Designerin so einbildet. Ach so, ja, das ist Gott sei Dank nicht Couture, das ist eiserne Jungfrau. Aber das größte Problem ist, kein Madel steht mir einfach so umeinander. Die sind beschäftigt. Servus, ich bin der Hirs und wer bist jetzt du? Wie heißt du auf Facebook? Stimpflinger Matthias. Du bist aus Ebersberg und likest 1860? Schleicht die. Wiesen ist anstrengend geworden. Man muss per WhatsApp alle Freunde ins Zelt neu organisieren. Selfies bei Facebook posten. Es gibt nur ein Gas, Vollgas, YOLO, Schützen, Herz, Bierkrug. Und zwischendrin noch eine Rundmail im Tinder-Account schreiben. Sitze bei O6, bin die mit dem Blumenkranz. Entspannt obandelt wird erst wieder, wenn die Akkus leer und die Leute voll sind. Dann ist die Wiesen wieder gemacht. Aber liebe Mannsbilder, auch wenn die Zeiten härter geworden sind, so hat Obandeln garantiert noch nie funktioniert. Man stellt sich am Fashionmadel nicht einfach in den Weg. Hey, Schnickerl. Oder hält's fest. Wir in Bayern sind urig, aber nicht urwald. Und ihren Arschklanger da die auch nicht. Weil wenn du mit deiner Hand an mein Backen gehst, geh mit meiner Hand an dein Backen.